Veganer! Servus! Hi Leute! Ja, wir haben schon ein Viertel von unserem Crowdfunding-Ziel geschafft, also beziehungsweise von unserer Schwelle. Also vielen, vielen Dank dafür, freut mich wirklich total. Und noch eine gute Nachricht, wir haben gerade ein paar Postkarten spendiert bekommen, also ein paar, 3000 um genau zu sein. Und zwar von Pinax, von wirmachenpostkarten.de. Den Link schreibe ich auch nochmal unter das Video. Die Geschäftsführerin, die Martina, hat das mitbekommen, was wir vorhaben mit dem Restaurant in Rostock. Und ja, hat uns gleich mal angeboten, dass sie uns ein paar Citycards spendiert. Also kennt ihr wahrscheinlich in den meisten oder in vielen Restaurants, wo dann so ein Ständer und worum steht und diese ganzen Werbepostkarten da ausgelegt werden. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Die sind jetzt gestern, also am Montag, in den Druck gegangen und werden jetzt, glaube ich, am Donnerstag verteilt, soweit ich weiß. Also vielen, vielen Dank dafür, freut mich wirklich sehr. Und ja, werden natürlich in Rostock verteilt, weil das natürlich Rostock irgendwie am meisten betrifft. Freue mich wirklich total drüber, kann ich gar nicht sagen. Und ja, das Interview hat immer noch nicht stattgefunden. Die gute Frau wollte jetzt erst Freitag anrufen, dann gestern, hat beides mal nicht geklappt. Ruft jetzt hoffentlich heute an. Ja, mal gucken. Und dann wird da auch demnächst dann hoffentlich ein kleiner Zeitungsartikel in der OZ erscheinen. Ja, freue mich wirklich total drüber, bin richtig, richtig aufgeregt. Auch auf die Postkarten jetzt, was da auch für ein Feedback zurückkommt. Ja, so viel dazu. So vieles andere gibt es noch nichts Neues. Ich habe jetzt, wie gesagt, all die Logos mal ausgetauscht. Bin jetzt noch bei ein paar Videos dabei, das noch ein bisschen umzuändern. Aber ansonsten ist da eigentlich alles soweit erstmal erledigt. Also die Episode haben wir dann fast abgeschlossen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Facebook-Seite. Also es gibt jetzt immer noch die Gemüse-Kombüse-Facebook-Seite und jetzt auch schon die grüne Kombüse. Da sind jetzt auf der grünen auch schon fast so viel wie auf der alten. Aber ja, ich werde jetzt wahrscheinlich demnächst, diese Woche, denke ich mal, werde ich die Seite löschen, damit das dann auch bis zum 30. Also das war unsere Frist ursprünglich zumindest, dass wir alle Gemüse-Kombüsen wegnehmen. Ja, dass ich bis zum 30. die Facebook-Seite lösche, damit die auch dann nicht mehr bei Google indexiert wird. Das dauert wohl auch mal ein bisschen noch. Und dann, ja, haben wir das hoffentlich. Ja, so viel dazu. Meine letzten 3 Tage in Schelzhagen haben jetzt begonnen. Das heißt, ja, noch 3-mal Spätschicht und dann für immer, also zumindest, denke mal, für immer. Ich hoffe, für immer. Nein, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht in Schelzhagen. Aber jetzt nach fast 3 Jahren ist auch so ein bisschen, ja, die Luft raus. Auch wenn ich jetzt zum Schluss ein kleines bisschen wehmütig werde. Aber ja, ich glaube, das ist schon wirklich gut so, wie es ist. Und unser Projekt, das wir jetzt gestartet haben, ja, macht mir schon jetzt unglaublich viel Spaß. Und ich hoffe mal, dass das auch noch sehr lange anhält. Okay, so viel dazu heute. Wir sehen uns dann die nächsten Tage nochmal. Tschüss!